Was geht, Leute? Sascha von Skill Gaming TV wieder hier und herzlich willkommen zum ersten Part von unserem Karrieremodus. Ihr habt ja Vereine genannt, ich habe ausgelost. Darunter waren zum Beispiel Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Eintracht Braunschweig und noch weitere. Und dann die Suchmaschine oder die Maschine, keine Ahnung, mit Random.org habe ich das, glaube ich, ausgelost. Ist dann Hamburger SV rausgekommen und mit dem werde ich natürlich jetzt auch starten. So, jetzt müssen wir hier erstmal die Einführung machen. Spiel, Schwierigkeit machen wir erstmal auf Weltklasse. Halbzeitlänge 5 Minuten reichen. Strenge bei Finanzen, Mittel reicht. Währung natürlich Euro. Stadion Imtech Arena, genutzte Team, aktuelle herunterladen. Europäischer Wettbewerb in erster Saison, lassen wir erstmal aus. Wir wollen natürlich erstmal ordentlich anfangen und dann uns das erarbeiten und nicht gleich hier aussuchen. Globales Transfernetzwerk Tutorial. Das habe ich noch nie. Komm, das machen wir erstmal ein, weil ich weiß nicht, wie es geht. So, dann drücken wir hier jetzt auf Weiter. Jetzt lädt er das aktuelle Team herunter. Also diese erste Folge von unserem Karrieremodus wird hier erstmal die Einführung und unser Team halt sein. Weil wir müssen ja auch erstmal alles einstellen. So, hier Vorname. Der wird eh eigentlich nie angezeigt. Das machen wir hier mal so her. Und dann tragen wir einfach meinen Namen ein. Hier Sascha. So. Oh, Mist. Warum wäre das denn immer wieder groß? Na, egal. Oh, jetzt habe ich... Oh, Mann, das ist doch scheiße hier. So, jetzt habe ich das hier auch gleich so. Nationalität Deutschland. Germany. Kleidungsstil, Hemd und Schlips, Jogginganzug, Anzug. Haben wir Hemd und Schlips hier. Farbe. Ja, blau hier. Marienblau. Hauptfarbe. Ach, sieht man ja nicht hier. Ach, machen wir einfach Mittel, Körperbau. Regulär. Drücken wir jetzt auch weiter. So. Willkommen bei EA. Ja, nee, das brauche ich jetzt echt nicht wissen. Das ist reine Zeitverschwendung. Sascha, der neue Hamburger SV-Boss auf dem Prüfstand. Überraschend wurde... Oh, jetzt wechselt er. Na, kann ich das doch nicht vorlesen. Naja. Große Pokale zu gewinnen, sagte der Trainer und fügte hinzu. Natürlich wäre es etwas Besonderes für mich, wenn ich eines Tages die Nationalmannschaft trainieren und mein Land begeistern könnte. Aber jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf meine nächste Aufgabe. Eine erfolgreiche Saison mit dem HSV aus Monaco verpflichtet. Verkauf für 75 Millionen. Ja, komm, ja. 75 Millionen. Wir haben 5 Millionen, aber wir brauchen ja auch nicht so viel Geld. Wir wollen es natürlich hocharbeiten und nicht gleich hier jeden Spieler kaufen. Hier Ronaldo, Messi, Ribéry und so weiter. So, komm. Lade doch schneller. Ein Mann für die Zukunft. Gennaro Tutino. Von Neapel. 1,77, Rechtsfuß. Ja, komm. Jetzt können wir weiter drücken. Speichern wir erstmal hier. Ja. Karriere. HSV. So, jetzt speichert er das auch schon mal. Wir sind jetzt circa bei 4 Minuten angekommen. So. So, jetzt muss das jetzt auch gleich mal kommen, ja. Ja, hier ist es jetzt auch. Also ich habe in FIFA 14 noch keinen Karrieremodus gespielt. Außer vielleicht, okay, ich habe schon angefangen, aber nur 2 Spiele gemacht. Deswegen kenne ich mich hier jetzt nicht so wirklich aus. Jetzt haben wir erstmal hier 5 Nachrichten vom Hamburger Vorstand. Hier zum Beispiel eine: Herr Sascha, wir haben uns Gedanken über unsere Chance im nationalen Pokal gemacht. Dieser Wettbewerb ist lukrativ. Wir würden es also begrüßen, wenn Sie Folgendes schaffen: Runde der letzten
32 erreichen mit freundlichen Grüßen Hamburg-Vorstand. Ja, komm, das würde ich mal sagen, das würden wir eigentlich schaffen. Transfermarkt, ja, da gehe ich mir eigentlich aus. Scout Tobias Rakowski. Mein Name ist, ja, ich bin nicht aus Serbien. Es gibt zwei Arten des Scouting. Nach Regeln, sie entsenden Scouts in ein bestimmtes Gebiet und wir verfassen für sie Berichte. Ja, das kenne ich noch von FIFA 13. Ja. Assistenttrainer. In unserem Verein arbeiten wir bereits mit diesen Scouts, ja. Rakowski hatten wir ja gerade. Wollmann Dezemali. Geiler Name. Und Ligaziel. Ja, das Beste natürlich wollen wir natürlich auch herausholen. Als Liga-Saisonziel haben wir Folgendes festgelegt: Europa League Platz. Ja, das hoffe ich für mich auch. Das würde ich auch mal so sagen. So, jetzt gucken wir erstmal Zentrale hier. Gucken wir uns jetzt erstmal ein bisschen um hier. Auch weiter wollen wir nicht gucken. Globales Transfernetz. Ist ein Scout verfügbar? Ja. News. Achso, er findet denn. Achso, ja. News, ja, Tabelle brauchen wir noch nicht. Hamburger Star Berg an Panathinaikos, keine Ahnung, verkauft. So, jetzt gehen wir jetzt erstmal rein in unsere Mannschaft. Clubkader, Teambericht, Formation, Trikotnummer. So, aber wir kommen jetzt erstmal Team managen. So, ich finde die Formation eigentlich recht gut. Lassen wir auch jetzt erstmal so Adler Mancien. Hier, das ist natürlich richtig großes Talent. Jonathan Tah. Ich glaube, er ist 17. Ja, 17 Jahre alt. Mancien, nee, da muss eigentlich Diekmeyer hin bei D. Arslan. Und hier, Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Richtig guter Spieler, 19 Jahre alt. Und dann hier vorne drin, Pierre-Michel Lasogga, 21 Jahre alt. Aber leider nur ausgeliehen. Nafio. Wer ist der denn? Noch 19. Joa. Aber wo ist denn der Diekmeyer? Hier ist der Diekmeyer. Mit wie viel Tempo hat er? 4,14, 90. Richtig gut hier. Kommt für Mancien rein. So. Schon der 5 Tage, den wollen wir natürlich drin haben. Giroud auch und Jansen auch. Badel, joa. Arslan ist, glaube ich, auch noch jung. Oder? Ja, 22. Beister Jung, Ilicevic, Çalhanoğlu, Lasogga. Auf der Bank hier Sobich. Jacksur. Glaube ich auch ein Junger. Ja, 21. Ordnen wir das einmal hier ein bisschen. Wen haben wir denn noch? Lam. Mancien, wie alt ist der? 25. Heiko Westermann muss natürlich mit hier. Nafio kommt jetzt erstmal raus. Soll ich Heiko Westermann reinpacken? Ah, das ist eine schwierige Sache. Warte mal, ich vergleiche mal einmal kurz mit. Tah will ich eigentlich spielen lassen, weil er ein richtig großes Potenzial hat. Also den packe ich jedenfalls nicht raus und Giroud. Ja, wir packen ihn erstmal für Giroud rein. Wenn ihr aber wollt, ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich Giroud spielen lasse. Van der Vaart, er muss rein. Wenn ich Giroud spielen lassen soll, dann lasst ihn auch spielen, wenn ihr es meint. Aber ich lasse jetzt erstmal Westermann drin. Und Van der Vaart, da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Der muss rein für. Wie alt ist bei D? Oh, 23. Ah. 24. Aber jetzt packen wir ihn erstmal für Arslan rein. Bei D ist nämlich defensiver und wir können ja nicht allzu offensiv hier gehen. Jo, dann haben wir noch. Ja, komm, das reicht jetzt erstmal hier. Natürlich ein richtig guter Keeper hier drin. René Adler. 84 Gesamt-Rating. Gesamt. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Spielerrollen hier. Gesamt-Rating. So, Kapitän. Wird hier bei mir Van der Vaart, Elfmeter, Lasogga, kurzer Freistoß, Van der Vaart, auch wenn Çalhanoğlu auch geile Freistöße kann, aber ich glaube beim FIFA 14 noch nicht allzu gut.
Langer Freistoß auf Van der Vaart. Linke Ecke, Çalhanoğlu. Rechte Ecke, Van der Vaart. Und ja. So. Schnell tanken und so brauchen wir jetzt nicht. So, wir sind jetzt bei 10 Minuten angekommen. Das Video, ja, komm. Eine Sache mache ich hier noch, glaube ich. Clubkader, Team, was heißt. Naja. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ja, das haben wir alles. Trikotnummern. Trikotnummern können so bleiben. Ist eigentlich für mich nicht so allzu wichtig. Büro. Meine Karriere. Bootgate erhöhen. Ah ja, das kenne ich auch von FIFA 13. Aber das geht, glaube ich, erst, wenn wir eine gute Saison gehabt haben. Oder im Winter, in der Winterpause irgendwie auf Platz 3 sind oder so. Dann geben sie, glaube ich, uns was. Jugendstab. Da werde ich natürlich gucken, aber das mache ich dann in der nächsten Folge. Jugendstab und Transfers werden wir auch mal gucken. Spieler verkaufen, Spieler, junge Spieler jedenfalls kaufen. Und ja, das war's also zum ersten Part von unserem Karrieremodus mit Hamburg. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich bin raus, macht es gut und ciao.